Jo meine Freunde, was geht ab? Hallo und herzlich willkommen. In Warzone 2 ist es mit den Loadouts anders als in Warzone Caldera. In sehr vielen Runden ist es ziemlich kompliziert, an das ganz normale Loadout zu kommen. Entweder schaffst du es nicht alleine, die Festung zu stürmen, bekommst nicht genug Geld zusammen, um beide Loadout-Waffen dir am Shop zu kaufen, oder die Loadout-Drop-Marker, die vom Himmel fallen, waren schneller von der Karte verschwunden, als du es eigentlich wolltest. Heute schauen wir uns deswegen in diesem Video die besten Waffen an, die du am Shop kaufen kannst, die du spielen solltest, in Situationen, wo du selber schon weißt, dass du höchstwahrscheinlich gar nicht an deine zweite Waffe überhaupt rankommen wirst. Wenn die Wahl nur auf eine Waffe fallen kann, welche solltest du dann am besten spielen? Möchtest du zukünftig solche Videos hier nicht verpassen, lass mir doch gerne den Daumen nach oben da, abonniere hier unten meinen Kanal und schon bist du immer auf dem aktuellsten Stand rund um Call of Duty Warzone. Eine Waffe, die höchstwahrscheinlich jeder von euch schon mal ausgetestet hat, ist die TAC 56. Die TAC 56, bekannt als das Long Range Monster, bzw. die Waffe, die du für die langen Distanzen mitnimmst. Wir bauen sie jetzt so, dass du sie immer noch ideal auf den weiten Distanzen nutzen kannst, aber zusätzlich noch die ein oder anderen Gunfights auf den näheren Distanzen ebenso für dich entscheiden kannst. Wir starten durch bei der Mündung. Da nutzen wir Echoline GSX, der unsere Rückstoßdämpfung verbessert und zusätzlich noch der Geräuschdämpfer ist, der dich im nahen Umkreis an deine Gegner nicht verraten wird. Im Tuning sieht das Ganze dann folgendermaßen aus. Als allererstes gehen wir ein Stück weit Richtung Rückstoßdämpfung. Bekanntermaßen ist es so, dass bei einigen Werten, wie beispielsweise bei der Rückstoßdämpfung, aber auch bei der Geschossgeschwindigkeit, nicht mehr das Maximale genutzt werden soll, weswegen wir bei der Rückstoßdämpfung auf plus 1,04 gehen und Richtung Geschossgeschwindigkeit plus 0,42. Ganz wichtig, das Ganze sind so ungefähre Werte. Wenn es jetzt plus 0,02 minus 0,02 mehr oder weniger ist, ist völlig egal. Nur, dass ihr so eine grobe Richtung habt, in welchem Bereich ihr überhaupt tunen sollt. Beim Lauf fällt die Wahl auf den längsten, der uns hier zur Verfügung steht. Insgesamt haben wir sowieso nur zwei zur Auswahl. Wir nehmen den zweiten, das ist der 17,5er Tundra Pro Lauf. Der erhöht unsere effektive Reichweite, Präzision beim Feuern aus der Hüfte und die Geschossgeschwindigkeit. Geben dafür etwas ZV-Geschwindigkeit ab, was völlig in Ordnung ist. Den Lauf tunen wir dann Richtung Rückstoßstabilität und effektive Reichweite. Beides wieder nicht vollständig durchziehen, sondern so ein Mittelwert, also plus 0,12 in der effektiven Reichweite und Rückstoßstabilität plus 0,29. Beim Unterlauf wird die Wahl sehr oft auf dem F-Tech Ripper 56 fallen. Da nehme ich vielleicht schon so ein bisschen was vorweg, aber das ist echt ein ziemlich starker Unterlauf, den wir immer oder fast immer auswählen werden. Tuningmäßig geht es dann in die Richtung Stabilisierung von Rückstoß und Untätigkeit Zielstabilität. Das Visier ist auch relativ wichtig, gerade wenn es eher in die Nahkämpfe geht. Ich meine, klar, die AR wirst du nicht primär zum Pushen von Häusern benutzen, aber auch im Zweifelsfall, wenn du gerade einen Gegner vor dir stehen hast, solltest du nicht nochmal die Waffe switchen müssen, nur weil du ein zu weites Scope drauf hast. Deswegen das Quonon Mini Pro einfach vor dem Hintergrund, da ich euch ja Waffen zeigen wollte, die man in beiden Situationen recht gut nutzen kann. Beim Tuning geht es dann Richtung Fern, minus 2,25 und minus 1,16 Richtung ZV-Geschwindigkeit. Testet diese Werte gerne mal aus. Zu guter Letzt dann noch die 60 Schuss, die brauchen wir auf jeden Fall einpacken. Tuningmäßig kann man dort nichts verändern, von daher ist das hier unsere vollständige TAC 56. Es geht weiter mit der AK-47 oder wie sie hier in-game heißt, Kastorf 762, die wir bei der Mündung mit dem Polarfeuer S spielen. Polarfeuer S für unsere Geräuschdämpfung, die Geschossgeschwindigkeit, eine erhöhte effektive Reichweite und gleichzeitig noch die Rückstoßdämpfung, die wir tuningmäßig nochmal Richtung Rückstoßdämpfung angehen, also plus 0,45 und Richtung Geschossgeschwindigkeit plus 0,55, sodass wir eine echt solide Rückstoßkontrolle und Kugelschnelligkeit haben. Weiter geht's dann mit dem besten Lauf, das ist der KAS 10 584mm Lauf. Das ist der längste, ebenso effektive Reichweite, Geschossgeschwindigkeit, Präzision beim Feuern aus der Hüfte und die Rückstoßkontrolle wird noch verbessert. Bauen wir Richtung effektive Reichweite plus 0,15 und Rückstoßstabilität plus 0,24, womit wir bei der Waffe am besten fahren. Ich habe es gerade schon mal erwähnt, F-Tech Ripper 56, das ist eigentlich der Unterlauf, der immer eingesetzt wird. Untätigkeit, Zielstabilität wird verbessert, Präzision beim Feuern aus der Hüfte und Stabilisierung von Rückstoß, ebenso nochmal Stabilisierung von Rückstoß verbessert, plus 0,49, dann Untätigkeit, Zielstabilität Richtung plus 0,19. Die AK-47 ist relativ ähnlich zur eben gezeigten TAC 56, mit der Ausnahme, dass die Feuerrate der Waffe hier geringer ist, deswegen ist auch das größte Magazin, was wir mitnehmen können, nur 40 Schuss, aber die 40 Schuss sollten auf jeden Fall ausreichen, da wie gesagt die Waffe einfach langsamer am Schießen ist. Als nächstes dann oder als letztes das Quonon Mini Pro, wie eben schon gezeigt, einmal komplett Richtung Fern und dann noch ein Stück weit die ZV-Geschwindigkeit verbessern.
Kommen wir jetzt zu einer Waffe, die nicht allzu verbreitet ist. Das hier ist die STB. Und auch die STB spielen wir mit dem Echoline GSX. Gebaut Richtung Rückstoßdämpfung plus 1,13 und Geschossgeschwindigkeit plus 0,45. Der richtige Lauf ist der 24,4er Brun S620 Lauf. Mit der verbesserten effektiven Reichweite, der guten Geschossgeschwindigkeit und der erhöhten Rückstoßkontrolle kannst du auf jeden Fall ziemlich gut die weiten Distanzen fighten. Tuningmäßig wie bei den eben gezeigten Waffen auch schon Richtung Rückstoßstabilität und Richtung effektive Reichweite. Der eben gezeigte F-Tech Ripper ist auch kein Geheimnis, Richtung Stabilisierung von Rückstoß- und Untätigkeitszielstabilität. Quonon Mini Pro hatten wir eben auch schon benutzt, tuningmäßig identisch wie bei den zuvor gezeigten Waffen und zu guter Letzt die 42 Schuss. Wirklich eine sehr, sehr starke Waffe, die viele Leute nicht auf dem Schirm haben, deswegen testet sie gerne mal aus und schreibt mir in die Kommentare, was ihr von der STB haltet. Relativ Standard oder die Meta-Waffe zum aktuellen Zeitpunkt kommt als nächstes. Das hier ist die RPK. Die RPK mit dem Polar Feuer S. Getuned Richtung Rückstoßdämpfung und Geschossgeschwindigkeit. Als nächstes dann wieder der F-Tech Ripper Richtung Untätigkeit, Zielstabilität und Stabilisierung von Rückstoß. Und jetzt im Vergleich zu den anderen Waffen rüsten wir keinen Lauf aus, sondern einen Griff. Wir müssen etwas für unsere Mobilität tun, das machen wir mit dem True-Tech Griff. Sprint zum Feuertempo wird verbessert und die ZV-Geschwindigkeit. Im Tuning gehen wir Richtung Untätigkeit, Zielstabilität und Rückstoßstabilität. Und eine weitere Änderung, anstatt ein größeres Magazin, was wir eigentlich nicht brauchen, weil es halt einfach ein MG ist und entsprechend so genug Munition tragen kann, rüsten wir jetzt die Hochgeschwindigkeitsmunition aus. Das Schöne ist hier, dass wir weiter in Richtung Geschossgeschwindigkeit gehen können, also nochmal eine verbesserte Kugelschnelligkeit dadurch erhalten und die effektive Reichweite auch nochmal erhöhen können. Die effektive Reichweite plus 0,36 und Geschossgeschwindigkeit plus 3,19. Wir kommen zur letzten Waffe, die ich euch heute hier zeigen möchte und das ist nochmal ein wahrer Exot. Denn ich habe euch eben die TAC 56 gezeigt, also die SCAR. Und von der SCAR gibt es ebenso eine Variante in den Kampfgewehren. Das ist die TAC V. Auch die ist super stark und vielleicht nochmal vorab zu erwähnen, die kannst du einmal im vollautomatischen Modus spielen und im ganz normalen Einzelfeuer. Übrigens im Einzelfeuer machst du mehr Schaden, als wenn du sie ins vollautomatische stellst. Wie sehen aber jetzt die richtigen Aufsätze aus? Bei der Mündung benutzen wir auch hier wieder Polar Feuer S. Um auf den weiten Distanzen wieder einen guten Eindruck bei unseren Gegnern zu hinterlassen, bauen wir sie Richtung Rückstoßdämpfung und Geschossgeschwindigkeit, nutzen dann beim Lauf Präzision 6 Lauf, der Richtung effektive Reichweite und Rückstoßstabilität geht, können hier sogar ein 50-Schuss-Magazin ausrüsten, dann als nächstes das Quonon Mini Pro, da ziehen wir den Regler Richtung Fern- und ZV-Geschwindigkeit und haben zu guter Letzt noch unseren F-Tech Ripper, der folgendermaßen aussieht. Das ist jetzt die vollständige Waffe, das war's auch schon vom Video. Ich habe euch 5 unterschiedliche Waffen gezeigt, die alle ziemlich gut sind, auf den Nahkämpfen überzeugen, im Long-Range-Bereich ihre Stärken haben und womit du mit Sicherheit die erste Zeit ziemlich gut überleben wirst, ohne irgendwie eine weitere Close-Range-Waffe zu finden. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.